Hallo, hier ist wieder euer Weehawk LP. So Leute, heute ist der große Tag. Heute beginnt mein letztes großes Let's Play auf YouTube. Oder sagen wir so, mein letztes größeres Projekt. Nämlich The Legend of Zelda Ocarina of Time. Bevor ihr euch jetzt wundert, ja, ihr seht jetzt im Videotitel Part 0. Was hat das denn mit Part 0 auf sich? Ganz einfach, ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt mit dem eigentlichen Spiel loslege, will ich nochmal im Part 0 vielleicht nochmal so ein paar Worte verlieren. Zum einen, was erwartet euch, was erwarte ich mir und ja, warum mache ich das überhaupt? Warum ist Ocarina of Time mein letztes Projekt? Und ja, darauf möchte ich mal kurz eingehen. Zunächst einmal, warum eigentlich Ocarina of Time als mein letztes Projekt? Die eine Antwort, die habe ich schon öfters gegeben, und zwar, es ist mein absolutes Lieblingsspiel. Das ist aber nicht nur irgendein super toller Titel für mich, sondern eigentlich wirklich der Titel meiner Kindheit. Das Spiel, mit dem ich so unheimlich viel verbinde. Ihr seht jetzt hier so gerade ein bisschen den Vorspann nebenbei laufen. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe damals die Konsole angeschaltet, als ich das Spiel neu bekommen hatte. Wir hatten es damals ausgeliehen aus der Videothek. Ich habe dieses Spiel angeschaltet und sehe auf einmal diesen Vorspann, was absolut revolutionär war zu diesem Zeitpunkt. Die Grafik war der absolute Überwahnsinn und ich war umso begeisterter, dass später die Ingame-Grafik, beziehungsweise man hat ja damals noch keinen Unterschied gemacht zwischen Ingame-Grafik und irgendwelcher Videosequenz-Grafik. Ich war wirklich begeistert davon, wie das alles aussah. Link reitet da über die Steppe zu dieser unglaublich beruhigenden Musik und das war wirklich ein Vorspann gewesen. Den habe ich mir nicht nur einmal angesehen, sondern nachdem der Vorspann fertig war, habe ich nicht etwa das Spiel gestartet, weil ich neugierig gewesen wäre. Nee, ich habe mir den Vorspann gerade nochmal angesehen, weil ich das so unheimlich schön fand. Also ich habe mich eigentlich wirklich so ab dem ersten Moment schon, wo Link über diese Steppe reitet, habe ich mich eigentlich schon so ein bisschen in dieses Spiel verliebt. Und als es dann auch noch gameplay-technisch so unglaublich genial war, ich das erste Mal so die Hylianische Steppe betreten habe, mit dieser unglaublich weite, offene Welt. Ja, damals war das für uns eine offene Welt. ich war einfach hin und weg. Ich war hin und weg. Ihr lauft über die Steppe, durch Kakariko durch, den Todesberg hinauf. Was für eine unendliche Weite das damals war. Das war schon wirklich der Wahnsinn. Und diese ganze Atmosphäre, die hat mich damals unheimlich begeistert. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum Ocarina of Time bis heute mein Lieblingsspiel ist, weil eigentlich kein Spiel mich jemals wieder so in seinen Bann gezogen hat. Ich weiß, dass es bessere Titel gibt. Also Ocarina of Time ist nicht das beste Spiel aller Zeiten, auch wenn es vielleicht so betitelt wird öfters. Aber es gibt natürlich schon wesentlich bessere Spiele. Aber es ist einfach mein absoluter Lieblingstitel. Das muss ich ganz klar sagen. Also es gibt einfach kein Spiel, was mich jemals so begeistern konnte. Es hängt halt immer damit zusammen, wie lernt man so ein Spiel kennen, wann lernt man es kennen oder so. Es sind meistens die Spiele aus der Kindheit, die immer hängen bleiben. Und das ist eigentlich so wirklich der Grund, warum ich sage, Ocarina of Time ist wirklich, ich kann mir kein würdigeres Projekt vorstellen als für den Abschluss. Ich weiß natürlich, es gibt wahnsinnig viele Let's Plays von diesem Spiel. Und wenn man nach Ocarina of Time googelt, wird man mein Let's Play auch nicht mehr finden. Unter all diesen anderen Let's Plays. Das ist mir aber eigentlich auch relativ schnuppe. Dieses Projekt, das mache ich in erster Linie für meine treuen Stammzuschauer, die noch übrig geblieben sind. Und natürlich auch ein Stück weit auch für mich, weil ich halt einfach einen guten Abschluss für diesen Kanal möchte, den ich mir wirklich erhoffe. Und deshalb Ocarina of Time. Weil ich wahnsinnig viel mit diesem Spiel verbinde und ich habe immer gesagt, ich will keine Let's Plays von Spielen machen, die schon zigtausend Mal gemacht worden sind. Ich habe ein paar Mal gegen diese Regel dann letztendlich verstoßen. Nicht oft, aber ein paar Mal wenigstens. Und jetzt mit Ocarina of Time will ich auf jeden Fall auch nochmal gegen diese Regel verstoßen, weil ja, es muss einfach sein. Für mich fühlt es sich absolut richtig an, dieses Let's Play zu starten und deswegen hoffe ich, dass ihr euch drauf freut. Und worauf ihr euch freuen könnt, das verrate ich euch jetzt mal. Und zwar, ich habe euch ja versprochen, an mehreren Stellen, ich will von Ocarina of Time einen 100% Run machen. Das beinhaltet also wirklich nicht nur alle Dungeons oder sonst was, sondern das beinhaltet wirklich alle Herzteile, alle goldenen Skulltulas, alle Nachtschwärmer, das Bigoron-Schwert
und all diese Geschichten, all diese Nebenquests, die es da noch gibt. Also wirklich alles. Vielleicht noch den dicksten Fisch angeln. aus dem Hylier See, aus diesem Teich. Das, solche Geschichten halt einfach. Das würde ich euch gerne zeigen. Und darum soll es gehen. 100%. Dass ihr wirklich nochmal ein sehr, sehr langes, episches Projekt habt. Ich gehe auch wirklich von aus, das Ganze dauert vorneweg bis Februar. Vielleicht sogar wirklich bis Ende Februar, bis ich damit durch bin. Selbst wenn ich jetzt täglich einen Part hochlade. Vielleicht werde ich manchmal sogar Doppelfolgen machen, muss man mal gucken. Weil es wirklich sehr, sehr lange dauert und ich am Ende davon ausgehe, dass ich über 100 Parts haben werde. Mit allem drum und dran. Aber es ist ja auch ein Projekt zum Genießen und darum geht's mir. Es soll einfach, ihr sollt es genießen, ich soll's genießen. Natürlich weiß ich, es gibt unter euch sehr, sehr viele, die dieses Spiel von vorne bis hinten kennen. Das ist auch völlig klar. Es werden wahrscheinlich sogar die allerwenigsten werden mit diesem Titel noch nie was zu tun gehabt haben, gehe ich mal von aus, weil es ein absoluter Klassiker ist. Aber für mich ist es trotzdem ganz wichtig, dass ich euch dieses Spiel nochmal zeige. Das bedeutet also wirklich, dass ich nicht einfach nur durchrenne bis zum ersten Dungeon, sondern dass ich euch wirklich auch mal Kokiri zeige, mal mit den ganzen Leuten rede und mal in alle Häuser gehe und solche Geschichten. Das beinhaltet das für mich. Ich weiß natürlich, wie gesagt, dass einige das Spiel kennen und die vielleicht dann manchmal gelangweilt sind, weil sie ja das alles schon wissen. Aber für mich ist es einfach wichtig, das trotzdem alles mal zu zeigen. Und das ist letztendlich das, was ihr von diesem Let's Play erwarten könnt. Dass es wirklich sehr umfangreich ist, dass wirklich alles sehr liebevoll gezeigt wird und natürlich wird auch der Humor dementsprechend, ja, natürlich auch vorhanden sein, wie ihr es aus meinen anderen Let's Plays auch kennt. Ich werde sicherlich, auch wenn es mein absolutes Lieblingsspiel ist, manchmal die eine oder andere Szene sicherlich auch mal durch den Kakao ziehen. Das muss einfach sein, das denkt man, das seid ihr ja von mir so auch gewohnt. Also es wird natürlich auch wieder Audio-Spams geben, wenn es passt. Also ich mache das natürlich nur dann, wenn es passt. Also ich habe es bei Super Luigi Galaxy, was ich insgesamt so als mein bestes Projekt überhaupt bezeichnen würde, habe ich ja teilweise schon arg übertrieben mit den Audio-Spams. Das wird euch hier jetzt vielleicht nicht erwarten, aber so an den Stellen, wo es passt, warum nicht? Also es wird euch wirklich ein lustiges Projekt erwarten auf jeden Fall und auch ein sehr umfangreiches. Und jetzt kommen wir vielleicht nochmal zu abschließend zu der Sache, die ich mir von diesem Projekt erwarte. Also zum anderen erwarte ich mir natürlich, habe ich ja gesagt, einen sehr, sehr schönen Abschluss. Also, dass ich wirklich nochmal ein richtig schönes Projekt auf diesem Kanal machen kann. Eins, was mir am Herzen liegt, ein Spiel, was ich kenne, ein Spiel, was ich vielleicht auch endlich mal wieder gut beherrsche. Im Gegensatz zu den ganzen Dragon Ball Spielen. Ja, 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 ja. Und, ja. Dass ich einfach mal euch ein bisschen was zeigen kann, dass ihr wirklich auch mal begeistert seid von so einem Projekt mal wieder. Weil das hat glaube ich so lange Zeit auf diesem Kanal gefehlt, so eine wirkliche Begeisterung von euch mal zu sehen. Was natürlich nicht eure Schuld ist, dafür bin ja ich verantwortlich, um euch zu begeistern, das ist ja ganz klar. Nur gibt es vielleicht eine Sache, die ich mir bei diesem Projekt wirklich von Herzen wünschen würde. Und da möchte ich jetzt wirklich nochmal abschließend einen Appell an euch richten. Und zwar, wirklich Leute, kommentiert dieses Projekt. Es wäre mir ganz wichtig. Es ist mir egal, ob da unter jedem Part 100 Aufrufe, 300 Aufrufe oder vielleicht sogar 1000 Aufrufe stehen. Das ist alles nicht wichtig. Wichtig ist, dass vielleicht von diesen, sagen wir mal, 300 Leuten, die dieses Projekt schauen, sich auch mal mehr wie 5, 6 Leute berufen fühlen, auch mal einen Kommentar zu schreiben. Das ist mir zuletzt so... Ja, kann man eigentlich fast schon sagen, sauer aufgestoßen. Weil ich ja weiß, es schauen ja Leute diese Videos, sonst würden da nicht 300 Aufrufe stehen. Aber sie kommentieren nicht und das finde ich schade. Ich würde gerne wirklich zum Abschluss meiner Let's Play-Karriere, würde ich ganz gerne nochmal wissen, ob ihr überhaupt noch da seid. Und ihr macht euch nicht damit bemerkbar, dass ihr auf das Video klickt, sondern ihr macht euch dadurch bemerkbar, dass ja ihr Kommentare schreibt, dass wir gemeinsam über dieses Video nochmal diskutieren können oder ich nochmal mitkriege, was euch besonders gut oder was euch vielleicht nicht so gut gefallen hat. Das war das, was die Let's Play-Szene für mich immer ausgemacht hat, die Kommunikation mit den Zuschauern. Das war mir immer das Wichtigste gewesen. Ich hab Let's Plays gemacht, nicht um reich und berühmt und ein toller Hengst zu werden, sondern ich hab Let's Plays gemacht, weil ich Kommentare haben wollte. So eine Art Bestätigung, wenn man so will. Die wollte ich kriegen und die habe ich durch eure Kommentare immer gekriegt und das hat zuletzt wirklich sehr, sehr stark gefehlt, sogar bei Dragon Ball, was immer eigentlich der Zuschauermagnet schlechthin war auf diesem Kanal, selbst da kam es in letzter Zeit wirklich sehr, sehr spärlich über die 8-9 Kommentare-Grenze hinaus, was ich wirklich schade finde. Und
Das würde ich mir wirklich wünschen. Ich will wirklich zum Ende meiner Let's Play-Karriere nochmal wissen, ob ihr überhaupt da seid. Und wenn ich das merke, ich denke, dann haben wir alle, wirklich alle gemeinsam einen sehr schönen Abschluss. Das würde ich mir wünschen. Gut, Leute. Dann geht es nachher noch mit dem ersten Part von Ocarina of Time los. Ich lasse euch jetzt natürlich nicht hier nur mit Part 0 alleine. Nein, nachher geht's mit Part 1 los. Und dann, ja, die nächsten Tage erwartet euch dann ein ganz, ganz großartiges Projekt. Das verspreche ich euch. Bis zum nächsten Mal, euer WeHawk LP.